Und zugeschaltet ist uns jetzt der Experte für Energiesicherheit, Georg Zachmann. Guten Abend. Ja, guten Abend. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass es zu Engpässen hier in Deutschland kommen könnte? Die Bundesregierung sagt ja, es drohen keine Engpässe, die Versorgung ist gesichert. Sehen Sie das genauso? Also kurzfristig, wie im Beitrag angesprochen, sind die Speicher zu 55% voll. Also wenn es nur darum geht, jetzt wenige Wochen zu überbrücken, ist das kein Problem. Die große Schwierigkeit ist allerdings, wie wir uns auf den nächsten Winter vorbereiten. Und in den neuen Winter wollen wir unbedingt mit möglichst vollen Speichern starten. Und da bisher Russland schon ja nur noch weniger als die Hälfte seiner üblichen Menge jetzt geliefert hat und jetzt darüber hinaus dann noch die Nord Stream 1 dann teilweise wegfällt, die später im Juli auch noch mal für 2 Wochen gewartet werden soll und es Ausfälle in den USA bei LNG-Lieferungen gibt, sieht es Stand diese Woche noch mal deutlich dramatischer aus, als es letzte Woche noch aussah. Wenn Sie sagen, es ist dramatisch momentan, aus welchen anderen Quellen kann man sich denn momentan im Prinzip bedienen, um eben diese Gasspeicher bis zum Winter zu füllen, wie Sie sagen, wenn das tatsächlich so kritisch momentan ist? Ja, potenziell würde es ja Gazprom offen stehen, noch andere Pipelines zu nutzen. Es gibt ja die Yamal-Pipeline durch Polen, es gibt das ukrainische Gastransitsystem. Da hat aber Russland selber gesagt, dass sie die, oder Gazprom gesagt, dass sie diese nicht nutzen wollen. Das deutet nochmal darauf hin, dass das Ganze auch ein politisches Spiel ist, in dem es darum geht, eben einerseits Sanktionen des Westens zu unterminieren, die Speicher bei uns möglichst leer zu lassen, die Preise nach oben zu treiben und damit eben den Druck zu erhöhen und vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, dass Deutschland im Winter erpressbar ist. Und was wir eigentlich noch tun können, ist gar nicht so viel, weil wir haben die Pipeline-Kapazitäten aus anderen Ländern, also Norwegen, Algerien, sind schon fast komplett ausgenutzt. LNG ist der Markt, also verflüssigtes Erdgas, ist der Markt enorm eng. Diese Woche, wie gesagt, noch mal enger geworden, weil eine sehr große texanische LNG-Verflüssigungsanlage, die etwa 20% der amerikanischen Exporte ausgemacht hat, einem Feuer zum Opfer gefallen ist und möglicherweise auch erst Ende des Jahres vollkommen zurückkommen wird. Das heißt, wir können eigentlich nur noch versuchen, über Nachfragereduktion die Gasmoleküle einzusparen, die wir dann in die Speicher bringen. Und da haben wir bisher zu wenig gemacht. Also die Haushalte und Industrie haben im Vergleich zum letzten Jahr 11% Gas eingespart. Das ist noch zu wenig. Das müssen über 20% werden. Und im Strombereich gab es bisher überhaupt keine Reduktion gegenüber dem Vorjahr, was den Gasverbrauch für Stromerzeugung angeht. Und wenn wir dann das Alternativen schnell an die Front bringen, dann wird es im Winter, werden wir den nächsten Winter mit sehr knappen Gasspeichern starten. Sie sagen, die einzige Möglichkeit ist eben, dass man den Gasverbrauch noch verringert. Jetzt ist es aber vielleicht schon bei vielen Haushalten so, dass die gar nicht mehr machen können. Ein bisschen heizen muss man ja leider in Deutschland hier im Winter. Also glauben Sie, dass dann da mit staatlichen Vorgaben, Verboten oder Regulierungen auch für die Haushalte zu rechnen ist? Also die Bundesregierung will ja jetzt anfangen, eine große Gassparkampagne zu fahren. Das wird wahrscheinlich eher um Werbung und eine Medienkampagne gehen. Ich kann mir noch vorstellen, dass der Staat, Brüssel oder Berlin hier noch versuchen können, auch Anreize zu setzen, dass Haushalte noch mal schauen, welche Möglichkeiten sie finden. Es gibt ja auch zum Beispiel die Stadtwerke, die tendenziell ja die Möglichkeit hätten, auch auf die Haushalte viel spezifischer zuzugehen als jetzt der Staat von Berlin aus, um dann Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Vorheiztemperaturen in den Anlagen zu reduzieren oder eben auch mal Installateure zu den einzelnen Gasheizungen zu schicken und zu schauen, ob man die noch nachoptimieren kann. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit vor dem Winter, aber wir müssen diese Zeit unbedingt nutzen, weil wir sollten etwa 20% Nachfrage einsparen gegenüber den Vorjahren. Und das ist potenziell machbar. Bisher haben die Haushalte noch relativ wenig gemacht, was Einsparen angeht, weil es eben die Anreize und die Informationen so nicht gegeben hat. Georg Zachmann, Energieexperte der Denkfabrik Brügel, ganz herzlichen Dank für all diese Informationen. Sehr gerne. Schönen Abend.